So, das war ja eigentlich nicht der Rede wert. Außer, dass Aquano gerade umgefallen ist. Ich ergebe mich. Gnade, bitte. Pardon. Und nimm das Rapier. Bitte. Bitte. Ich könnte ihn jetzt abmurksen, aber das wäre nicht sehr gehodenhaft. Ich lasse ihn bei dem Staub kriechen und abhauen. Danke. Vielen tausend Dank. Also, tschüss mit euch. Jetzt muss ich Quano erstmal wieder was für eine wunderbare flicken. Klinge. Am liebsten würde ich sie mal ausprobieren. Ich würde mich nur an sie gewöhnen. Schließlich gehört sie auch. Gut, wir haben den Rapier gekriegt. Die können übrigens an ihn weitergegeben werden. Der Stecken war ein Geschenk, den hebe ich auf. Solo-Abenteuer. Nein, das lese ich nicht vor. Helles Pferddocker, das kann ich mal Vorgrim geben. Ja. Seltene Münze, die kann ich mal zum Verkauf wegtun. Und die Sachen da auch noch verkaufen. Aber okay. Wir haben das, den Rapier. Kann nur von Hauptcharakter benutzt werden. Recht hast du, Quano. Eine wunderbare Klinge. Die Waffe eines Edelmannes. Da öffnen wir mal die Tür wieder. Und bringen ihm den Rapier. Meine Traumfrau, euch zu erblicken, versüßt mir den Tag. Und wer rettet euch den Abend? Hm? Die hat ihn jetzt links liegen gelassen. Hm. Lustig. Also, dann bringen wir dir mal dein Rapier wieder, Kumpel. Da hinten hockt mal wieder ein Fischer. Ah, seid gegrüßt. Wie hier ist euer Rapier. Wundervoll, ganz wundervoll. Geht zu Kapitän Rumpo und seid gewiss, dass er euch... Oh ja. Er steht jetzt nicht mehr wie ein Tropf hier hinten, sondern geht jetzt vor zu seinem Kapitän. Das Schiff sieht auch nicht schlecht aus. Kommt mir nicht zu nahe, Teuerste, sonst entflammt. Ihr bringt wieder die Göttin mit. Und ihr kleidet wieder unangenehme Gedanken in schöne Worte. Ich will nicht wissen, was ihr denkt. Nun, ihr wisst selbst, wie ihr im Zargewand aussieht. Euch zuliebe werde ich mich zurückhalten. Ganz toll. Euer Bootsmann ist wieder glücklich. Habt ihr Rücksprache gehalten? Wenn er glücklich ist, wird er mich aufsuchen und mich mit seiner Meinung euch betreffend beglücken. Aber bleibt... Dann werde ich mal Capitano sehen. Capitano Rumpo! Mein teures Rapier ist wieder bei. Die Zeit voller Gram und Sorgen ist vorbei. Mein lieber Bootsmann, was für eine gar wundervolle Nachricht. Ich bin aufs höchste Maß erfreut, euch wieder glücklich zu sehen. Ja, die schleimen sich da gerade gegenseitig voll. Jetzt können wir reden. Ah, da ist mein Retter in der Not. Habt ihr Rücksprache? In der Tat. Wir sind zu dem Entschluss gelangt, dass wir euch unterstützen möchten. Ihr habt unsere, oder vielmehr meine Stimme. Um mich für eure Dienste erkenntlich zu zeigen, biete ich gern an, euch auch meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Was könnt ihr denn Tolles? Drei Kist. Wuchtschlag, Verspotten, Ausdauer. Der kann gar nichts. Der kann ja wirklich mal gar nichts. Also nichts, was wir schon können. Arthur benutzt defensiv, jupp. Ja, was? Fyris kann auch nichts lernen. Ja. Deswegen können wir ihn noch was fragen. Ah, da ist mein Retter in der Not. Eure gepflegte Ausdrucksweise. Falls ich euch mit meinem Verhalten... Völlig verrückt ist der... Nun, in der Tat habe ich mir als Kapitän Rumpo den Ruf eines Charmeurs erworben. Ah ja. Man könnte fast meinen, da wieder ein Hauch von Zauberei. Wie meinen? Ihr beliebt sicher zu scherzen. Nun, die Damenwelt ist jedenfalls ganz verzaubert von mir. Naja. Dieser Ring an Rumpus Finger hat eine magische Aura. Wirklich verfügbar. Kein Grund, den Blick so beschämt zu senken.
Seid unbesorgt, ich nehme euch die Bemerkung nicht übel. Ah ja. Ich versuche ihm lieber Haare zu stehen. Den Ring lassen wir mal. Habt ihr da etwas Haar? Haltet mal still. Oh, das ist sehr aufmerksam von euch. Seid vielmals bedankt. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Nein, danke. Sehr erfrischend, andere Leute für sich arbeiten zu lassen. Den Ring lassen wir mal gut sein. Das würde nämlich sofort auffallen, wenn die Weiber nicht mehr über ihn herfallen. Das will ich dann doch nicht riskieren. Jetzt haben wir... am Ufer gegenüber des Dorfs ihr Haus haben. Ah ja, jetzt wissen wir auch, wo Sanraya wohnt. Genau da nämlich. Und da in die Richtung müssen wir eh. Brückenwart. Lass mal die Brücke runter für uns. Ach, ich bin im Auftrag von Girtasch unterwegs zur Zwergenbrücke. Lass die Brücke. So. Dann werde ich euch mal Glauben schenken. Okay, der lässt uns die Brücke runter. Ah, sehr schön. Ich mag es ja, wenn die Welt sich verändern kann in solchen Rollenspielen. Also auch wenn es so kleine Details sind wie eine Brücke, die runtergelassen wird. Hallo. Nur einen Augenschlag bitte. Was willst du denn? Was gibt's denn? Endlich redet jemand mit mir. Bin Ketenkerl Bredo Bento. Bist doch Kunde und kein Schläger dieses Zwergs. Du bist Bento? Okay, ich habe jetzt gerade ein Déjà-vu, weil den Typen trifft man auch im ersten Teil später wieder. Aber da sieht er definitiv älter aus und ist auch läuft auch mit seiner Kippe rum. Schläger dieses Zwergs. Ja, dieser gierige Girtasch. Der kam mit zwei seiner bärtigen Kumpanen. Er sagte, du hast ja nichts zu suchen, Bürschchen. Und hier handelt nur Girtasch. Also doch das mit dem Schutzgeld, was wir uns gedacht haben, als wir mit dem Krämer geredet haben. Dann haben mich die beiden Schläger mit ihren Knüppeln aus dem Ort über die Brücke geprügelt. Und jetzt redet hier keiner mehr mit mir. Wie soll ein laufender Händler da Geschäfte machen? Du meinst fahrender Händler, oder? Du bist ein Kiepenkerl? Ja, ich bin halt ein Krambold oder ein Kiepenkerl, ganz so wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortschaft zu Ortschaft und verkaufe, was die Region zu bieten hat. Und auch Kram von anderswo hat sich schon in meine Kiepe gemogelt. Also ein Schrotthändler. Gerade suche ich nach Einbeeren. Ihr habt nicht zufällig welche dabei? Ich habe meine letzten weggefuttert wegen all dem Ärger hier. Kann ich mir vorstellen, Einbeeren heilen, ja. Wie war das mit den... Ich liebe den Geschmack dieser Beeren. Aber ich kann gerade nirgends welche bekommen. Heilkunde Giftfeier. Es kann sein, dass du süchtig nach dem Bären... Süchtig? Aber nicht doch. Ich nasche nur gerne. Ja, soweit ich mich erinnere, sollten wir im ersten Teil für ihn auch einen Bären finden. Magst du eigentlich Einbeeren? Ob ich den mag? Ich liebe Einbeerensaft noch mehr als Einbeerenbeeren. Aber das Zeug ist einfach zu teuer. Wenn du meinst... Das wäre noch... Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin eine offene Kiepe für euch. Fragt bitte. Was hast du denn dabei? Gucken wir erstmal das an. Ja? Feieres hat noch Pfeile, so dort kann sie welche machen. Parfüm, Murmeln, Google, Archivistenmütze. Sowas trägt auch Radia, glaube ich, auf dem Kopf, aber was Gescheites hat er nicht. Kirschnermesser macht Tierkunde höher. Nö. Reden wir nochmal mit ihm. Ich will mal gucken, was wir für die Einbeeren kriegen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin eine offene Kiepe. Habt ihr zufällig ein paar dabei? Magst du Einbeersaft? Ob ich den mag? Ich liebe Einbeerensaft. Ich hätte da drei Heller probiere. Das ist weit über ihren Wert. Aber ich liebe es, diese kleinen Dinger zu futtern. Eine Einbeere. Vielen Dank. Mühsam ernährt sich das Todeshörnchen. Ach, nimm noch eine Einbeere. Mühsam ernährt sich das Todeshörnchen. Noch eine. Vielen Dank. Noch eine. Vielen Dank. Noch eine. Vielen Dank. Mühsam ernährt sich das Todeshörnchen. Wie viele Einbeeren habe ich denn eigentlich noch?
Ein Haufen. Okay. Da ist Sanraya. Die Elfe, die wir die ganze Zeit suchen. Und sie hat sogar ein Labor. Okay, das Labor kommt mir gerade recht. Erstmal zwei Heiltränke. Und dann ein Bärsäfte. So. Das dürfte dann für eine Weile als Vorrat reichen. Wie viele Einbären haben wir jetzt noch? Eine. Eine ist nicht viel. Hallo, Sanraya. Hey du, dich kenne ich noch nicht. Ja, aber bist du auch eine Halbelfe? Wie kommst du darauf, Fatala? Durch meine Adern fließt kein schwächliches Menschenblut. Du siehst aber etwas komischer. Oh, ich entschuldige bitte. Ich nahm an, dass du bei den Menschen lebst, weil deine Sippe dich... Hör zu, Mädchen. Eins habe ich gelernt. Lass dir von niemandem sagen, wie du zu leben hast und was recht ist. Und nun sag mal, was macht ihr hier? Ich möchte dich etwas fragen. Frag und lerne. Ich verkaufe auch Kräuter und Dinge, die ich auf meinen Reisen gesammelt habe. Bist du womöglich Sanraya von den Sturmwächter-Sippe? Alari sorgt sich um ihre Schwester. Alari Quellensinn? Ach, ich vermisse die Süße auch. Aber dieses Leben wäre nichts für sie. Und ich werde nicht zum Saidaba zurückkehren. Sie sieht schon ein bisschen aus, als ob sie eine Piratin geworden ist. Das weißt du so sicher, wo du doch erst vor kurzem von deiner Sippe fortgingst? Elfen werden alt wie Bäume. Doch bei den Menschen sind 7 Jahre eine lange Zeit. Hier gibt es so viele selbsterlebte Geschichten. Weißt du, alle sind hierher gekommen, weil sie frei sein wollten. Die ist schon 7 Jahre weg, das ist aber keine kurze Zeit. Warum hast du die heimischen Wälder verlassen? Ich wollte einfach alle Facetten des Lebens spüren. Diese Sehnsucht sorgte für Disharmonien im Sippenlied. Daher bin ich eines Tages gegangen und habe seitdem viel gesehen. Ah ja. Eine Querdenkerin. Finde ich gut. Ja, aber willst du denn nie zurück? Glaubst du, dass deine Sippe dich nicht mehr aufnehmen würde? Ich mag mich dem Bardock genähert haben. Doch es ist nicht nur Verlust. Ich gewinne, denn ich verstehe immer mehr. In mir spüre ich nun ein anderes, kräftigeres Tier, seit ich mein Yama verloren habe. Naja, die super tollen Elfenwörter. Du hast dein Instrument verloren, wie das? Auf meiner Reise erreichte ich eine wundersame Höhle, in der ich etwas funkeln sah. Doch als ich mich näher heranwagte, erhob sich plötzlich aus dem Wasser ein geschupptes Wesen voller Zorn und Gier. Das ist der Wasserdrache, von dem wir gehört haben wahrscheinlich. Der Wasserdrache? Die Furcht packte mich und ich floh, ohne zu bemerken, dass ich meine Harfe zurückließ. Ich habe versucht, eine neue zu fertigen, aber... Ich kann dir auf der Karte zeigen, wo es geschah. Okay. Ach, stimmt ja, wir hatten noch Level up, gell? Okay, hier... Boah, haben wir Steigerungspunkte. Wo sind meine Zauber? Was könnte ich denn... Kugelblitz verbessern? Sumus Leib sollte ich auf jeden Fall verbessern. So. Wie zählt denn der Modifikator? Vierfach der Modifikator an Astralpunkten und 10-mal der Modifikator an Ausdauerpunkten. Stufe 15 ist Modifikator 5. Ah. Schaden, Leben des Gion plus Zauberfähigkeitspunkte, Schadenspunkte. Das ist heftig. Also das, was ich an Lebenspunkten habe, also 45 plus die Zauberpunkte, also jetzt 14. Oh, das sind fast 60. So muss Schild kann noch höher, so. Pflanzenkunde vielleicht noch höher und Alchemie mal auf 12 so bringen. Selbstbeherrschung 2 höher. Dann dürfte das erstmal reichen. Mhm. Ardu hat einen Haufen Punkte. Schwerter. Zauber haben wir ja keine, die wir beim Steuern können. Deswegen geht es bei die Selbstbeherrschung hoch.
Weil attributsmäßig ist er schon verdammt hoch eigentlich. Und seine Gesellschaftstalente sollte ich auch etwas höher stufen. So. Ja. Kuano hat auch einen Haufen, deswegen mit höheren höher. Und Magiekunde kann höher. Taschendiebstahl etwas höher. Und auch seine Selbstbeherrschung. Ach, und ein Punkt Konstitution. So. Ei. Feiris kann auf jeden Fall mit ihrem Bogen höher und zaubermäßig haben wir ihr ja schon alles gegeben, deswegen würde ich hier noch ein bisschen Selbstbeherrschung und